Hier ist euer Ragnar. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis hier mit England. So, ich habe mir das mein vorheriges Video selber angeguckt. Sollte einfach alles wieder passen. Punkt. Das war mein Fazit daraus. Audio habe ich nochmal einen kleinen Deut lauter gedreht. Nicht ganz so laut wie bei den ursprünglichen Videos. Aber ich glaube, das ist besser so. So, Linienschiff. Wenn ich das richtig verstanden habe, heißt die Tech 12. Die Diplotech 12 heißt wohl Linienschiffe. Fertig. Das ist alles. Also wir müssen einfach Diplotech 12 erreichen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja. Also im englischen Man of War müssten die Linienschiffe sein. Das anglikanische Event. Ist wohl so, das beginnt im Regelfall 10 Jahre, nachdem die Protestanten aufgetaucht sind. Jetzt habe ich nur das Problem, ich habe keine Ahnung, wann die Protestanten aufgetaucht sind. Ich glaube, kann man auch nirgends nachgucken. Wüsste ich zumindest nicht, dass das irgendwie geht. Auf jeden Fall sollte es einfach aufploppen. Ich habe nichts wegen dem Bürgerkrieg gefunden. Ob es das irgendwie verbessert, verschlechtert, irgendwas. Ich habe beschlossen, ich lasse die Katastrophe einfach Katastrophe sein. Ist mir vollkommen egal. Soll sie ausbrechen, ist mir wurscht. Wir werden jetzt genauso weitermachen. Ende aus. Kommt 1520 in 2 Jahren. Wir haben eh nichts zu tun. Sollen sie mal kommen. Vielleicht beschleunigt es. Ich weiß es nicht. Ich habe damit absolut nichts gefunden. So, wir starten ein Spiel. Unsere aggressive Expansion ist leider immer noch relativ hoch. Zumindest in umliegenden Gebieten. Ich habe jetzt beschlossen, wir werden einfach mal kurz Papsteinfluss, Coventry, Coventry kommen gleich Aufständische. Frage ist, wo ist Coventry? Da. Wir werden jetzt mal kurz das Event abwarten und dann uns hoffentlich um Burgund kümmern. Also die Katastrophe quasi. So, die Mission haben wir auch erfüllt. Okay, hier Holland zum Beispiel. 53 aggressive Expansion. Ich meine, es kann natürlich sein, durch Oberhessen, ja, wir machen aber über 70 aggressive Expansion. Das heißt auch sowas wie Hessen kommt halt auf 100 oder sowas. Wir wollen schließlich 6 Gebiete haben. Wir wollen die 3, 4, 5 und hier oben Red Loire oder so ähnlich. Das wollen wir alles eigentlich haben. Genau, wir brauchen die 3 und dann nochmal weitere 3 Gebiete. Ich würde gerne alle 6 in einem Aufwasch machen, deswegen bin ich jetzt hier einfach mal so vorsichtig und ruhig. Wir werden sehen, wie gut es ist. Ich glaube, das Mikro, weiß nicht, ob ich das ein bisschen mehr vom Mund nehmen muss. Die Lautstärke. Ach. Man merkt, dass ich momentan ein bisschen verzweifelt bin. Aber gut. Aber gut. So. 19, wann kommt es genau? 1. Juni 20. Ich würde gerne beides haben. Nee. Ich kriege entweder Armeetradition oder Flotten. Hier kriege ich nur Moral und sowas höher. Aber ich kriege keine Flottentradition. So, jetzt müssen wir mal nochmal kurz gucken. Wir haben nämlich hier kombiniert das Militär. Dann haben wir hier. Hat eine Flottentradition von mehr als 30. Hier kriegen wir 40. Oder dann machen wir doch das. Zack. Dann haben wir nämlich hier erweitert die Royal Navy. Ah, England erhält das Linienschiff bis zum Ende des Spiels. Mit folgenden Nationen erlebt. Nation erlaubt das Ausheben von Linienschiffen. Ich habe das gerade gegoogelt, Leute. Ich habe das gerade gegoogelt. Da ist nichts von diesem erweitert die Royal Navy gekommen. Aber. So, hier gehen wir auch noch rein. Das ist genau das, glaube ich, was ich meinte.
gerade gegoogelt. Also, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Moment, was passt da, was passiert da genau? Wir erhöhen von niemanden irgendeine. Jetzt glaube ich, habe ich 13. Ne, im Bau 12. 13. Nicht, dass ich jetzt halt von irgendjemandem den Einfluss erhöhe, so wie mit den Janitscharen. Ob ich dann übers Flottenlimit gehe, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Aber wir können ja noch ein paar Schiffswerfter bauen. Okay, nicht ganz so viele. Nicht ganz so viele, aber ist mir egal. Wollen wir auf jeden Fall haben, die Linienschiffe. Die sind nämlich mächtig. So, Moment. Moment. Entdeckt Amerika. Hä? What? Ich habe eine beliebige Provinz entdeckt. Weil die Karte aufgedeckt wurde, oder was? Okay. Na gut. Besiedelt Amerika. 10 Kolonisierten. Ja, da könnte man später Dänemark zum Beispiel angreifen und denen einfach die Kolonien wegnehmen. Ja, wir wollen noch einen Missionar. Und haben bekommen. Seeleute, global, Schaden, Fernkampf, Einheiten mit Marineregimenter. Genau, die brauchen wir ja auch noch. Aber wir können 23 können wir ausheben. Pass auf, mach mal anders. Mach mal anders. Truppenlimit ist nämlich voll, oder? Ah ne, wir könnten 10 ausheben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 11, 12. Kein Geld mehr. Eins brauchen wir noch für den Stack. 13. So, dann haben wir den Schmarrn nämlich auch erfüllt. Und wir können es uns ja leisten. Weil Geld machen wir mehr als genügend. Nie wäre es da. Warten wir mal kurz. Da haben wir die Marineregimenter. Da ist noch eins. Wieso sind das jetzt 32? Ach, das sind die Söldner mit drin. Oh. Schock. Schock. So, das sollten wir auch so gewinnen. Okay, jetzt haben wir noch Moraltick dazu gewonnen. Jetzt gewinnen wir es auf alle Fälle. Da rein. Achso, Juni 20. Ich sollte vielleicht aufhören zu trainieren. Wir werden unsere Truppen eventuell brauchen. Alter, ich bin so durch den Wind. Ich glaube, man merkt mir das echt an, oder? So, dann können wir noch zwei Hotte Hüs dazu tun. Dann haben wir halt hier keine Kanone. Das ist okay. Jetzt haben wir eins drüber. Das ist auch okay. Und jetzt haben wir kombiniertes Militär. Wir brauchen 20 Marineregimenter. Es sind jetzt 17. Auf, ich werde jetzt was total Dummes machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weg. 1, 2, 3, 4, 5. Kein Geld mehr. Nein, nicht genug Mann. Was? Ah, das geht auf Seeleute. Okay. Auch das kriegen wir. Auch das kriegen wir. Da. Dann brauchen wir jetzt noch einen. Und noch einen. Noch einen brauchen wir dann. Hier mal die Seeleute. Bauen wir mal hier noch ein bisschen was. Ah, okay. Eins! Na gut, bauen wir eins. Wie viel haben wir denn? 23 religiöse Fanatiker in Gloucester? Oder? Kosten Stabi Toleranz Heretiker. Ganz ehrlich. Kosten Stabi plus 50% ist mir. 50% ist schon viel, gell? Dann nehmen wir lieber die 23 Typis hier und marschieren hier einfach mit beiden mal schnell rein. Ich glaube, das ist okay.
Rekrutenreserve, ne, nehmen wir Armee-Tradition. Wo haben wir denn jetzt? Achso, jetzt haben wir auch noch gekämpft da oben. War jetzt vielleicht nicht ganz so intelligent, mit den C-Leuten reinzugehen. Wie viel machen wir hier? 263 monatlich. Das ist natürlich nicht allzu viel, gell? Das ist nicht allzu viel. Okay, Kastilien hat leider einen Nachfolger. Okay, das geht auf Seeleute. Ist jetzt auch nicht so gerade das. Ja, weiß ich nicht so richtig. Weiß ich nicht so richtig, ob das gut oder schlecht ist, muss ich gestehen. Weiß ich nicht. Müssen wir auf jeden Fall auch aufstocken. Okay, haben sie gleich selber weggemacht. Das passt also. So, was ist jetzt mit unserer Religion hier? Ach, das eine Event war es schon wahrscheinlich, oder? War das jetzt das der eine Aufstand war jetzt das Desaster? Ja, wir haben es noch. Für die nächsten 9000. Okay. Na okay, wenn sie meinen. Die Frage ist jetzt bloß, was machen wir? Gehen wir jetzt direkt hier in den Kampf? Warten wir auf die 1000 Leute. 53. Wenn wir könnten noch jemanden verbünden von dem, vom Kaiserreich. Was, wenn wir jetzt... Württemberg beschützt dich. Wenn ich dich jetzt ins Bündnis hole, wirst du trotzdem beschützt wahrscheinlich, ja. Württemberg hat auch noch ein Bündnis. Okay. Wenn wir noch länger warten, ich weiß ja nicht. Ich will halt jetzt endlich mal vorwärts kommen hier. Angewinisch werden. Oder wir nehmen uns halt nicht alle 6 Provinzen, aber da müssen wir halt wieder 20 Jahre warten. Verteidigungsfähigkeit lokal. Ja, komm, wir machen es mal, um dich noch mehr zu ärgern. Ne, dich lassen wir mal drüben. Die Söldner nehmen wir mit. Monatlich 200, okay, kommt das eine Monat, warten wir jetzt noch, dann haben wir die 1000 Soldaten. Also diese Marine, die ist hier. Aber die Quest haben wir natürlich trotzdem nicht erfüllt, ja. Weil wir auch noch keine 10 Linienschiffe haben. Dann kommt der nächste Schwung Linienschiffe, wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, und jetzt kommen. Ja, okay, das haben wir gleich erfüllt. Um genau zu sein. Jetzt hat. Nee, nicht ganz. Jetzt hat. So, was haben wir jetzt hier? Wir erhalten den Kommandantenstufe 3 mit Disziplin, bla bla bla. Aber wir haben vor allem das angewinische Zeitalter wieder was erreicht. Okay, dann würde ich sagen, da ist auch noch ein Schiff. Wir erklären jetzt einfach mal den Krieg und schauen einfach mal, was rauskommt. Wir rufen alle mit rein. Weil der Kaiser ja wahrscheinlich auch rein will. Ziel ist... Ja. Oh yes, könnten wir auch über Rückeroberung machen.
aber wegen der einen Provinz ist es arschewurscht. Bestätigen. Rein, 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 rein. So, Kaiser hat reingerufen, oder? Württemberg. Böhmen. Ist Böhmen mit drin im Krieg? Ja. Okay, war klar. War klar. Das sind 4 Stacks, mit denen wir gerade marschieren. Da sind keine Kanonen drin. Die ich lasse mal für eventuelle Aufständische einfach zurück. Da haben wir noch ein Linienschiff. Holen wir uns auch. Okay. Wie machen wir das am besten? Schweiz ist nicht mit drinnen. Saluzzo wird gerade von Frankreich verprügelt. Savoyen wurde übrigens vernichtet, existiert nicht mehr. Dann gehen wir doch mal direkt auf den Kaiser hier. Weil das sind jetzt irgendwo auch gerade. Okay, Kriegsziel schon gefallen. Bald. Okay, da kommen wir gerade überall nicht hin. Da kommen wir hin. Gehen wir mal schnell. Ach, Holland ist auch im Krieg mit uns. Ja. Okay. Wir haben ja schon. Warte mal, dann gehst du mal nach Holland erst. Gehst du mal nach Holland. Da tun wir einfach auch mal unsere Schiffe mit dazu. Und wir können in religiöse Ideen gehen. Tun wir auch. Regeneration Seeleute, Unterhalt Seeleute. Ja, wäre auch nicht schlecht. Wäre auch nicht schlecht. Dukaten, Steuereinnahmen, wir verlieren das Stabi. Nee, will ich nicht, weil ich. Stabi ist mir wichtiger als Geld. Oh Gott. Wie schaut es in Österreich aus? Schaut gut aus. Da hinten oben, oh. Frankreich kriegt auf dem Sack. Hier laufen 60.000, 70.000 Mann rum. Ja, halt. Weiter. Flottentradition gegen Stabi ist natürlich bitter. Armee haben wir 55, Flotte haben wir 56. Ich gebe die Stabi her. Oh, hier wurden wir von Aufständischen angegriffen. Schweine. Nein, wir wollen nicht konvertieren. Zumindest nicht jetzt hat. Etwas für später. Irgendein General ist gestorben. Der hier oben. So, Stuttgart. Kaiser, willst du zufällig schon raus? Ja, möchte er. Dann geh. Geh ruhig raus, Kaiser. Weiter nach Rothenburg. Du bist auch mit mir im Krieg. Du wirst es bereuen. So, Lüttich. Ja, besetzen wir mal hier einfach die Burgunder Provinzen. Einfach, weil wir es können. Da oben brauchen wir jetzt den General. Holland, möchtest du raus? Ja, möchtest du. Geh raus. Mal schnell nach unten. Deexilier dich. Und dann marschierst du nach Aachen. Eigentlich ist es total praktisch, dass wir, dass der Kaiser alle seine Verbündeten reingerufen hat, weil wir natürlich mit allen dann hier auch einen Friedensvertrag haben. So, sie werden schon alle weniger. Wie schaut es denn aus mit Saluzzo da unten? Frankreich hat Saluzzo aufgegeben. So.
Das ist Mainz. Da steht die Bretagne drinnen. Okay, wir erlauben mal schnell den Anschluss und gehen damit rein, weil ich glaube, das geht schneller, wenn wir damit drinnen stehen. Holland ist ja raus. Ist da oben noch irgendjemand im Krieg mit uns? Nee, haben die noch eine Flotte? Theoretisch ja. Saluzo wahrscheinlich oder sowas. Interessiert nichts. Okay, wir fahren zurück nach Sussex. Brauchen wir alles nicht. Bauen mal hier die nächste Manufaktur. Genau. Geht auf Saluzo. Das ist gut so. Frankreich kriegt hier definitiv nichts, auch wenn wir diese Provinz da hinten sowieso nicht wollen. Auch wenn wir die so oder so nicht wollen. Böhmen. Darlehenserweiterung. Stabilität, Dukaten, Inflation, Innovation. Oder? Ah, okay. Inflation. Wir haben eh keine Inflation, deswegen... Kriegssteuern, hau mal raus. Deswegen holen wir uns die Inflation. Können wir nämlich genau hierfür nehmen. Papstpalast, Verwaltungskosten begrenzen, Max Privilegien, Klerus, Frankreich. Nee, brauchen wir nicht. Das ist das Einzige, was ich bauen kann. Die Religion von Avignon ist christlich. Nee, wollen wir nicht. Wie gesagt. Dann bauen wir... Manufakturen. Oh, mehr können wir eh nicht bauen. Dann bauen wir Docks. Ja, okay. Noch ein Döcher. Überall bauen wir Docks. Überall. Okay, da sitzen wir eh schon drinnen. Wer ist mit Ravensburg? Oh, da müssen wir außen rumlaufen. Schaffenburg. Wie wäre es, wenn wir einfach mal nach Prag marschieren, weil ich nicht weiß, wo sonst hin. Mainz gewonnen. Du marschierst einfach mal mit. So, dann können wir nämlich bestimmt Mainz rausnehmen. Ja. Brandenburg willst du auch raus? Nein. Dortmund willst du raus? Nein. Okay. Wird schon werden, Leute. Wird schon werden. Aachen. Marschier mal nach Brandenburg. Aachen will bestimmt raus, wollte ich gerade sagen. Da kommt auch schon das Friedensangebot. Und wir können neue Regierungsform beschließen. Theokratische Regierung einführen. Mach mal nicht. Absolutismus, diplomatische Reputation, Beziehungen verbessern. Das ist genau das, was wir gerade bräuchten. Reformfortschritt, Loyalitätsgewalt, Gleichgewicht. Nee, wir machen den aristokratischen Hof bei uns. Halt, was wäre da noch gegangen? Scheiße. Republik, nee, wollen wir auch nicht. Wollen wir auch nicht. Wir werden erzürnte Nationen direkt nochmal verbessern. Das ist gerade der Way to go. So, wo sind 15.000 ist klar und die 20.000 hier gehen mal dahin. Rothenburg. Oh, wir unten schlagen hier unten die Landshuter religiösen Fanatiker zu Brei. Da will jemand raus. Rothenburg will raus. Und Saluzo will auch raus, habe ich gehört. So, und Burgund hat auch keinen Bock mehr. Jetzt gucken wir einfach mal. Also, nächstes Jahr fällt raus, Venedig, Magdeburg, Salzburg werden Bremen, Oldenburg, Goslar. Das kriegen wir irgendwie durchgedrückt, glaube ich, tatsächlich.
Das kriegen wir, glaube ich, irgendwie durchgedrückt. Wir können für 872 Militär gehen. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Wir warten mal ab. Wir warten mal ab. Wir nehmen jetzt erstmal hier. Wir werden den Krieg schön langsam führen. Wir haben keine Eile. Wir werden hier erstmal jeden langsam rausnehmen. Oldenburg möchte raus. Ja. Ganz easy pro peasy. Ganz easy pro peasy. Warte mal. 20.000 haben wir hier. Bregenz. Warum stehst du in Bregenz rum? Geh mal dahin. Haben wir schon. Geh nach Brandenburg. So. Prestige jährlich. Ja, können wir machen. Geld ist egal. Geld ist egal. So, Prag gewonnen. Prag gewonnen. Jetzt haben sie schon keinen Bock mehr. Können wir nochmal Papsteinfluss ausgeben? Nee. Wir brauchen noch 52 Papsteinfluss. Wir werden jetzt aber auch warten. Wollte gerade sagen, bis Böhmen Frieden an uns anbietet. Einfach nur, um da vielleicht nochmal ein paar Monate länger raus. Okay, jetzt kommt schon. Berg. Und jetzt will Böhmen halt auch schon. Ja, mach mal. Und wir sollen militärische Punkte ausgeben. Also das Jahr würde ich gerne auf jeden Fall abwarten. Deswegen machen wir mal hier schnell hier so 3 Punkte. Da machen wir mal schnell. So. So. Ab. Und hier in Brandenburg haben wir auch noch welche stehen. Dortmund will raus. Oh. Geht mir immer noch zu schnell. Also wir werden jetzt auch Brandenburg noch ganz langsam aussitzen. Wir werden jetzt in Brandenburg noch aussitzen schnell. Ungarn gegen den Osmanen. Ja, mach mal. Greifen auch Ungarn an. Osmanen, Schirwan, Burgund, Brandenburg. Okay. Wie schaut's denn aus? Wir wären in der Theorie überlegen, wie schaut's denn mit der militärischen Qualität aus? Sind wir relativ ausgeglichen. Aber wir werden tatsächlich alle unsere Truppen nehmen und schon mal in Ungarn stationieren. Wir werden Ungarn verteidigen. Wir werden Ungarn verteidigen. So, das Jahr müssen wir auf jeden Fall. Da sind sie schon, die Ungarn. Da sind sie schon. Die Osmanen meine ich. Ich würde gerne in die 18.000 direkt reingehen. Und zwar bevor die Festung fällt, wollte ich gerade sagen. Ritterorden. Bracht, Loyalitätsgleichgewicht, mach mal. Und da unten hätten wir nochmal 19.000, aber die kommen da jetzt eh nicht mehr rein. Das war hart. Da haben wir auf den Sack bekommen. Da haben wir auf den Sack bekommen. Müssen wir mal ganz kurz aufteilen. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Moment, Moment. Hier müssen wir vielleicht noch mal rein. Okay, wir haben gewonnen.
die greifen uns nicht an. Was machen wir denn? Wir holen uns jetzt die Militärtech. Scheißegal, wie viele Punkte. Wir holen uns auch die andere Tech noch. Nur hier gehen wir in Religion mal schnell rein. Dann werden wir mal kurz mit Burgund nochmal reden. Hä, Venedig ist ja immer noch drin. Das Jahr ist doch schon vorbei. Brandenburg lassen wir mal schnell raus. Wir holen mal die 15.000 Mann auch noch runter. Wir werden noch ein Jahr vergehen lassen. Alle unsere Truppen hier rein. Das sind Schlachten, die wir gewinnen müssen. Sehr gut. Und gleich hinterher. Wir warten noch auf die 14.000 hier. Ja. Gleich noch gewiped auch noch. Sehr gut. Kommen sie nochmal in uns rein? Nein, leider nicht. Leider nicht. Ich will... Warum hänge ich jetzt gerade so viel Action... Ah, wir sind übrigens bei 31 Minuten. Warum hänge ich gerade so viel Action jetzt in Ungarn rein? Ich will einfach nur nicht, dass der Osman... Ob Ungarn jetzt drauf geht, ist mir eigentlich egal. Aber ich will nicht, dass der Osmane noch stärker wird. Das ist eigentlich eher so der Hauptpunkt. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.